Das heutige Thema lautet Twitch-Kanalpunkte einrichten. Kanalpunkte sind ein personalisierbares Punkteprogramm. Streamer gewähren damit ihrer Community Vorteile, ein deren Genuss sonst nur Abonnenten kommen. Es steht allen Partnern und Affiliates zur Verfügung. Twitch hat dazu selbst einen Leitfaden bereitgestellt. Diesen haben wir euch auch noch einmal unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Schaut da also gerne mal rein. Weiterhin klären wir zum Ende des Videos häufige Probleme und fragen alles dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Für jeden registrierten Kanal gibt es eigene Kanalpunkte. Man erhält sie durch Aktionen wie Zuschauen voll. Bekommst Punkte, wenn du diese Aktionen in einem dafür berechtigten Kanal ausführst. Deine Kanalpunkte werden im unteren Bereich des Chatfensters von registrierten Kanälen angezeigt. Du kannst dort auf sie zugreifen. Kanalpunkte verdienen, wenn du dir registrierte Kanäle ansiehst. Erhältst du regelmäßig Kanalpunkte. Außerdem werden dir in bestimmten Abständen unten im Chatfenster Benachrichtigungen angezeigt. Durch einen Klick darauf holst du dir gewisse Boni ab. Diese Boni verhelfen dir zu noch mehr Punkten. Um sie abzurufen, klickst du auf die Benachrichtigung. Der Betrag deiner Kanalpunkte wird dann entsprechend aktualisiert. Kanalpunkte, die du durch Folgen und die Teilnahme an Raids erhältst, werden deinem Konto automatisch gutgeschrieben. Und es geht noch weiter. Wenn du das nächste Mal in einem für das Programm registrierten Kanal zusiehst, solltest du eine Zuschauserie aufbauen. Sie verlängert sich, wenn du dir mehrere Übertragungen hintereinander anschaust, und du verdienst automatisch weitere Kanalpunkte pro Folgeübertragung dazu, solange die Zuschauserie nicht unterbrochen wird. Du darfst keine Übertragung verpassen, sonst ist diese Zuschauserie nicht mehr intakt. Merke dir dazu am besten den Sendeplan des Streamers. Und so geht es mit den Kanalpunkten Einstellungen. Ihr geht rechts oben also auf die Einstellungen, dann auf Kanal und Videos, links anschließend auf Community und Kanalpunkte gehen. Als allerdings müsst ihr hierbei wissen, dass ihr bereits Affiliate oder Partner bei Twitch sein müsst, sonst müsst ihr es extra freischalten. Natürlich solltet ihr auch nicht wie ein Amateur spielen und ein paar Grundlagen eines guten Gamers beherrschen, wenn ihr auf Twitch erfolgreich sein möchtet. Deshalb findet ihr in der Infobox unter diesem Video auch einen Link zu einem hilfreichen, wissenschaftlich analysierten Schritt-für-Schritt-Ratgeber, um ein besserer Gamer zu werden, ideal für eine steile Twitch-Karriere. Man kann hier dann die Kanalpunkte aktivieren oder deaktivieren, zudem auch personalisieren. So kann man die Punkteanzeige komplett personalisieren und auch einige Symbole nutzen. Wo ihr solche finden könnt, haben wir euch ebenfalls mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Achtet hierbei aber unbedingt auf die richtige Größe der Bilder. Ebenfalls gibt es nochmal eine Seite, die euch genau schildert, wie viel Kanalpunkte ihr bei was verdienen könnt. Zuschauer ohne Subscription bekommen alle 5 Minuten 10 Punkte. Zuschauer mit Subscription bekommen alle 5 Minuten 20 Punkte. Alle 15 Minuten bekommen Zuschauer ohne Sub 30 Punkte als Geschenk. Alle 15 Minuten bekommen Zuschauer mit Sub 60 Punkte als Geschenk. Nehme an einem Raid teil und bekomme 250 Punkte. Werde Follower und bekomme 300 Punkte. Diese Informationen stammen von chksn.de. Auch könnt ihr Community-Herausforderungen einstellen. Bei Community-Herausforderungen können Twitch-Zuschauer ihre Kanalpunkte zusammenlegen und verschiedene Aktionen freischalten, zum Beispiel Marathon-Streams, dass der Streamer ein besonderes Spiel spielt und vieles mehr. Diese Sonderform der individuellen Belohnung soll die ganze Kanal-Community zusammenbringen, damit sie gemeinsam etwas Außergewöhnliches schafft. Auch kann man eine individuelle Belohnung einstellen und verschiedene Dinge ganz nach eurem Geschmack anpassen. Man kann allerdings leider nicht sehen, wie viele Punkte die eigenen Zuschauer haben. Wenn ihr frisch am Partnerprogramm teilgenommen habt und die Einstellung noch nicht angezeigt wird, kann es gut sein, dass es ein wenig dauert, bis die Function freigeschalten wird. Genau von dem gleichen Problem hatten einige User bereits online berichtet. Um einen Affiliate-Rang zu erhalten, müsst ihr auf eurem Kanal unter Creator der Sportstatistik unter Achievements nachschauen. Ihr müsst aber für Affiliate ein Gewerbe anmelden. Wir freuen uns auf ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen.
Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.